Mensch, Marc, ich habe die Schuhe jetzt getragen. Die sind so bequem. Geil. Ich trage die jetzt gerade im Moment. Du hast sie heute an. Ja, willst du aber mal haben eben schon festgestellt, Jan, das kriegt sein Bein nicht so. Kriegt mein Bein nicht hoch genug. Warte, ich probiere mal. Ich versuche, aber wenn ich Pech habe, Leistenbruch. Geil. Geil. Oh, Alter, die sind bouncy auch, so wie ich es liebe. Ja. Und das sind schnelle Schuhe. Ich habe meine schnellen Schuhe an. Geil. Battle Cat ist jetzt dabei. Guck mal, wie ich das Mikroband, weißt du, wie so ein Schlagerstar aus den 70ern. Du hast heute eine Eleganz, Janis. Eine Eleganz, ja, was soll ich sagen? Das sind auch zum Teil die Schuhe. Es sind die Schuhe auch, ne? Ein Stück weit, ja. Ja. So, haben wir irgendwas, was wir im Intro auspacken wollen? Ich nicht. Dann können wir endlich mal wieder labern. Ja. Ich muss ein bisschen rülpsen. Bitte. Von der Fritz-Cola, Entschuldigung. Finde ich gut. Ich habe was gesehen. Tatsächlich endlich mal wieder Zeit gefunden, was zu gucken. Was hast du? Allerdings nur eine Folge bis jetzt. Was denn? The Bear auf Disney Plus. Hast du das schon gesehen? Ich habe es in meine Liste. Ich bestehe darauf, dass du dir das anguckst. Die Folgen sind so 20 Minuten. Mhm. Ich habe die erste Folge gesehen und da spielt jemand mit. Wie spielt der nochmal die Hauptrolle? Namen habe ich auch nicht, aber es spielt genau trotzdem der. Jemand, der spielt seinen Cousin. Mhm. Und wenn du den siehst, dann bist du so, ach, guck mal, ach. Wo habe ich dich denn das letzte Mal gesehen? Ja. In einer Serie, die ich sehr geil fand. Oh, in Endor vielleicht? Mhm. Der spielt seinen Cousin. Ist das der Offizier? Der Security Officer, oder? Nicht ganz. Ah, okay. Aber du bist nah dran. Oh, okay. Du wirst es sehen. Mhm. Und die Folge, also das Geile ist, du steigst sofort ein, 20 Minuten ungefähr. Baff, 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 keine große Vorgeschichte, er ist sofort drin. Er hat das kleine Imbissrestaurant geerbt von seinem Vater oder was, ich weiß es nicht, Ja. Schon wieder vergessen. Und versucht halt, der ist eigentlich ein Sternekoch und versucht so ein bisschen das Menü umzukrempeln. Mhm. Und sein Cousin kommt rein und sagt so, nein, du machst Spaghetti Bolognese, so wie immer, so wie es immer funktioniert. Im Hinterraum hat der alte Daddelautomaten, Ja. Also richtige Spielautomaten. Ja. Unter anderem ein so ein Freak-Ding, was es kaum gibt, so ein Bootleg aus Norwegen oder so, wo so eine Art Mortal Kombat, Ja. Halt nur mit Cartoon-Figuren und ein bisschen blutrünstig. Und das ist total strange. Aber das hat da hinten stehen und man sagt dann, okay, heute Abend ist ein Tournament. Ja. Und dann kommen die ganzen Fans in Kostüm Ja. Und stellen sich vorne an. Das heißt, heute Abend geht's richtig los. Und er ist halt in diesem Laden drin und da arbeiten lauter Leute, die da seit 1000 Jahren arbeiten und geben ihm null Respekt. Ja. Und er muss sich mit denen so abklopfen und das geht die ganze Zeit so nur dong, 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 dong. Ja. Also einer sagt das nächste und eine geile Stimmung da drin. Du bist so, oh. Also du hast gar keine Zeit. Da ist nicht so, dass er erstmal irgendwo steht und ist so, oh, Papa oder so, sondern die ganze Zeit passiert was. Die ganze Zeit ist irgendwie, oh. Geil. Oh. Und er bereitet dann was vor und dann stehen dann hinten die Fans, wollen dann rein und machen Ärger und guckt euch dann an. Ich habe den Trailer gesehen, der hat mich schon angesprochen. Ja. Erst habe ich gedacht, oh, gönn dir. Kochen in so einem Restaurant ist jetzt nicht die Story. Aber ja, aber den Trailer gesehen, den Trailer fand ich schon geil. Ist nichts für Veganer, fürchte ich. Okay. Also ich meine, vielleicht ja doch, aber also es ist toll gespielt und es macht wahnsinnig Spaß. Du bist sofort drin. Ja. Ich habe eine Folge gesehen und habe das Gefühl, ich habe 10 gesehen. Also einfach, krass. Du bist echt schön drin, es wird sofort erzählt. Das gibt eine Action, du weißt, worauf er hinaus will, so. Mhm. Und ich werde heute mir, glaube ich, die zweite Folge mal reindonnern. Oh. Hat mir sehr gefallen. Disney Plus, okay. The Bear. The Bear, der Bär. Ja, ich komme momentan gar nicht, also das erzähle ich auch schon ich seit auch Monaten nicht. Tatsächlich. Das liegt aber nicht Sag daran, mal, dass Marc, ich keine nee, Zeit Marc, habe. Marc, Moment. Entnerdest du dich gerade? Nee. Bist du jetzt normal oder was? Nee, pass auf. Was ist los? Es wird eher schlimmer. Ich zock wieder so viel. Ich sitze wieder so viel am Rechner. Ich sitze so viel am Rechner und zock immer. Ich bin gerade auf so einem Indie-Game-Hype auf Steam. Und zwar, ich gucke ja nach wie vor seit zig Jahren hier Hand of Blood. Und Hanno, der zockt immer auf Hand of Uncut. Ja. Immer so Indie-Games auf Steam, die so 4, 3, 4, 5 Euro kosten. Ist das cool, ja. Und dann finde ich das immer geil. Ja, und dann natürlich. Hole ich mir die und Ja. Dann lade ich mir die schnell runter. Und dann sitze ich dann da und bin am Zocken. Und dann gucke ich immer auf die Uhr. Fuck, es ist schon wieder 12 oder 1 oder geil. So. Geh mal schnell ins Bett. Und das mache ich dann gerade mit meiner Freizeit. Und das ist ich total kann das furchtbar. Nur unterstützen. Ich finde das gut. Furchtbar. Ich bin kein Gamer, Ja. Kein Hardcore-Gamer. Und das ist ganz geil, weil es passt jetzt in die Sendung rein. Du brauchst immer nur Möbel in Teso. Ja, was soll ich machen? Ich finde das super. Ich sammle die Pläne und dann baue ich und knüpfe Teppiche und so. Ja, und, aber das meine ich gar Janis, nicht. Janis ist, falls ihr nicht wisst, Janis ist in The Elder Scrolls Online, ist er der Meisterhandwerker. Ich bin da noch nicht. So gut bin ich noch nicht, aber ich habe Spaß. Also es ist tatsächlich, mir gefällt es da. Und ich spiele nichts anderes. Ist auch Ruhe, ne? Ja, ich bin halt auch nicht mehr so jung. Ich bin nicht mehr so schnell. Ach so. Am Drücker und so. Ja. Ich bin ja Generation X. Ja.
wir sind die Generation, die dieser Klick, wir waren diese Verquickung, ne, von no computer at all to computer. Also wir haben diesen ganzen, wie es dann anfing mit den Handys und so, das haben wir von Anfang an mitbekommen. Und wir konnten schon diese Welle mitreiten. Ja. Und die Generation, das davor, das sind die Boomer. Die Boomer-Kids gewesen. Und wir sind halt, ich glaube, das geht so von 68 bis, lass mich nicht lügen, ich glaube, 75 oder 76 waren die Generation X-Kids. Ach. Und uns war alles irgendwie egal. Du bist kein Millennial. Die verlorene Generation. Dir. Du bist die Generation, ich glaube, es gab eine. Gab es nicht eine Z-Generation tatsächlich? Ja, das sind doch die ganz neuen jetzt. Warum soll ich dir das denn sagen? Das musst du doch selber wissen. Ich habe keine Ahnung. Du brauchst welche Generation, das googeln wir gleich. Aber also, so Konsole warst du nie so am Start, oder? Konsole? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Nee, das habe ich quasi übersprungen. Also ich habe eine Coleco-Vision gehabt in den 80ern. Mhm. Und die fand ich geiler als die Atari. Mhm. Muss ich sagen, die Grafik war schöner. Ich konnte Rocky spielen. Ja. Zum Beispiel haben wir bei Otto bestellt damals. Natürlich. Coleco-Vision. Natürlich. Leute in meinem Alter wissen, wovon ich rede. Und, aber weißt du, was noch geiler war? War, dass immer, wenn wir in Italien im Urlaub waren, warst du mal in Arcade-Automat. Oh Gott, ja, Arcade-Automat. Das Geilste. Richtig das Geilste. Ja. Und dann für Lire, ne? Und da hast nicht, du nicht mit Mark, sondern mit Lire. Ja, ja. Da hast du nämlich. Da hast du richtig. Und dann haben wir, meine Eltern haben gesagt: So, pass auf, wir geben ihm jetzt so viel Geld, bis er keinen Bock mehr drauf hat. Mhm. Und ich habe alles verdaddelt und es war mir scheißegal. Klar. Und die hatten immer die neuesten Automaten und ich habe da stundenlang. Ich habe die ganzen Klassiker gespielt. Ich habe Tron gespielt, ich habe die Star Wars, dieses Ding mit dem Vektorgrafik, Angriff auf den Todesstern. Stern mit Use the Force Luke im Sitzen und dann natürlich Return of the Jedi, das Spiel, wo du mit dem Speederbike und so, dann natürlich diese ganzen Klassiker. Also ich habe wirklich alles auf dem Pac-Man Arcade. Und so weiter. Mein Vater hatte Kontakt zu einem Typen, der die Dinge aufgestellt hat. Wir hatten bei uns zu Hause stehen ein Breakout erstmal, dieses Dick. Das ist so geil, wenn die. Dick. Früher hatten die Väter ja noch so Kontakte zu. Ja, ja, genau. So halbzwielichtige Kontakte so zu irgendwelchen anderen Leuten, die dann, wo dann so Sachen auch mal so einfach vom Tresen gefallen sind. So ungefähr. Ja, und wir hatten aber einen richtigen Tisch, hatten wir stehen, wo du zwei konnten sich ransetzen und konntest du Breakout spielen, eben dieses Spiel, wo du immer unten so einen Ball dann gegen eine Wand, wo dann die Ziegel weggehen. Und später hatten wir einen Galaga. Oh, Galaga. Kennst du Galaga? Ja. Das konnte ich richtig. Da Galaga war ich richtig geil. Gut. Galaga war ich richtig gut. Ja. Das war ganz geil. Und Defenders und so, sowas habe ich alles. Also, wer ist egal. Wahrscheinlich ist das ein Buch mit 7 Siegeln für euch. Aber was ich sagen will, ist, ich war immer Daddelkind. Immer. Ja. Und hatte dann irgendwann, hat es dann aber trotzdem aufgehört, hatte ich das Gefühl, weil ich auch keine Arcade-Maschinen mehr gefunden habe. Ja, und das war auch in Deutschland alles so teuer und war irgendwie nicht dasselbe. Und, aber hast du heute noch Bock, wenn du so an so einem Ding vorbeigehst? Ja, hast du total. Ich total. Bin wenn auch ich so ein die sehe schon. Ich bin ja so ein Flipper-Junkie. Flipper ist auch geil. Aber Flipper bin ich total scheiße. Echt? Das ist das, was mich abhält. Ich habe null Talent zum Flippern. Mhm. Weil ich werde so, mir geht das so, ich werde so. Oh, der Ball! Oh Gott, Triple Ball! Tilt! Nee. Ding, 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 ding. Ja, das macht mich eigentlich verrückt. Ja. Ich kann das nicht. Jetzt sowieso nicht mehr. Ich mache das ein bisschen ruhiger. Und richtig PC-Games habe ich dann erst wieder entdeckt, so für mich, als ich nach Hamburg gezogen bin, 1997, wo die Jungs in meiner WG immer ganz viel gedaddelt haben. TIE Fighter vs. X-Wing, so diese Sachen, ne? Und Jedi Knight und so. Ja. Und da bin ich langsam wieder so reingekommen und dann hatte ich es aber langsam wieder, habe ich es wieder irgendwie ein bisschen verloren, weil du musst ja einen guten PC dafür. Ja, ja, ja. Und ich habe auch immer nur auf dem PC gedaddelt. Also Konsole müsste man mir nochmal näher bringen. Ja. Und was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht möchte, ist sowas wie Counter-Strike gegen irgendwelche Leute im Netz spielen, weil ich keinen Bock habe, immer in die Fresse zu kriegen. Ja, da hast du auch, da bist du auch. Das deprimiert mich auch wahnsinnig. Also da musst du schon richtig. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja, ja, ja. So, und ich suche auch gar nicht, also dieser soziale Aspekt vom Daddeln will ich gar nicht. Ja. Ich will nicht mit 1000 Leuten. Also ich finde jetzt bei Elder Scrolls schön, dass die alle miteinander so durch die Gegend und du denkst so, wow, auf der ganzen Welt sind jetzt Leute, die mit ihren Figuren durch die Gegend. Aber wenn mich einer auffordert zum Duell, bin ich so, tschüss. Ja, ja. Ja, ich spiele ja, wenn ich online spiele, dann auch lieber so RPGs, ne? Ja, so ja. Action-Adventure-Sachen halt so. Gerne auch so Open-World-Sachen mag ich auch ganz gerne. Und was ich mit Miss Soldi immer spiele, ist halt Survival-Game. So, weißt du, wo du, wenn du einmal tot bist, hast alles verloren. So. Oh. Und dann auf so eine Map, ne?
Und dann, manchmal laufen wir da einfach 2 Stunden rum. Ja, das ist geil. Und labern irgendwelchen Blödsinn und finden irgendwas. Oh, das habe ich. Machen irgendeine Mission oder so. Ja. Und das ist dann zwischendurch halt ganz geil, wenn dann einer stirbt. Dann, du musst auf meine Leiche aufpassen. Jetzt bin ich irgendwie da und da wieder aufgetaucht. Ich muss jetzt, du siehst auf dem... Jetzt musst du den ganzen Weg dahin zurücklegen. Ich muss laufen und dann hast du nichts an. Und dann läufst du über die Map und musst aufpassen, dass du unterwegs nicht gekillt wirst. Das ist geil. Und einer verteidigt die Leiche des anderen und so. Solche Sachen, das finde ich geil. Das finde ich geil. Auch so andere Spieler dann so ein bisschen trollen und so mal zwischendurch. Mhm. Ist halt so auch so ganz witzig. Oder einfach auch mal so witzige Situation. Vor allen Dingen das Witzigste ist, wir spielen derzeit und da gibt es auf der Map so Safe Zones 2 Stück, wo du nicht deine Waffe nicht abfeuern kannst. Mhm. Und da sind auch 2 so Händler und so. Und da treffen sich mal ganz viele Spieler, weil die da auch handeln. Ja, ja, sowas ist geil, ja. Das Geilste ist, weil du kannst bei diesem Spiel kannst du leider nur eine männliche Figur nehmen. Es gibt keine weiblichen Figuren oder irgendwas. Ist ja irgendwie okay, ne? Scheißegal, wie man das jetzt findet. Kannst du ihn dann so zurecht machen, dass er eine Frau aussieht? Nee, oder? Leider nicht, gar nicht. Also das ist dann noch nicht... Pimpen. Nee, das ist ein Early Access Game, das ist noch nicht... da haben die noch keinen Fokus drauf gesetzt. Verstehe. Deswegen haben die ein Character Model einfach genommen, fertig und gib Gas. I get it. Du hast die ganze Zeit irgendwelche, wenn du richtig gut equipped bist, hast du halt eine Vollpanzerung nachher dann an. Ist das egal, ob du Mann oder Scheißegal. Frau bist? Scheißegal. Ja, okay. Und das Geile ist aber, dass du kannst halt... Wir labern über Discord die ganze Zeit, mit Headset. Aber du kannst aber auch auf den Knopf drücken, dann hast du In-Game-Voice. Das heißt, du kannst die Leute quasi voll labern im Spiel. Oh Gott. Und das ist halt das Geile. Das ist die Höchststrafe für mich. Pass auf, ist halt das Geile, wenn Miss Holdy dann da, und wir kommen da zu zweit an und sind halt full equipped. Geil. Und wenn sie dann auch noch so, du siehst ja die Waffen, die man drauf hat. Und es gibt halt eine so eine Waffe, die M99, die ist halt super selten. Und wenn du sie kaufen willst, nicht bezahlbar. Ja. Und alleine die Munition dafür, die kannst du nicht finden, die kannst du nur kaufen. Und da kostet so ein 10er-Rack oder so, kostet schon irgendwie $12,000. So. Ja. Also es ist echt teuer. Und dann rennt die mit dem Ding da rein und dann hast du auch, quatschen die so Spieler an, bla 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 bla. Und dann war da so ein Franzose, der hat auch so ein paar anderen Leute noch dabei gehabt. Und Miss Holdy kann halt Französisch ein bisschen. Oh, wie geil. Ja, weil die eine Zeit lang in Frankreich gelebt hat, damals als Au-pair und das so. Das ist ja cool. Und wenn sie dann als Frau, dann labert sie den Typen da im Game und auf einmal so, alles still, it's a girl. Und so wie Viva La Dirt-mäßig. So. Und dann wird sie dann vollgequatscht und bla 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 bla. Wird sie angebaggert oder was? Ja, die vollgelabert, ja klar. Weil das ist halt kein typisches Frauenspiel. Ja, ja. Du triffst da sonst keine Frauen. So. Mhm. Na, und sie ist halt auch richtig gut. So, ne? Und das siehst du ja auch an dem Equipment und sowas. Ist das geil. Und ist dann ganz witzig das gewesen. Das sind solche witzigen Situationen gibt es dann halt. Das finde ich super. Ne? Was ich noch erwähnen müsste. Ich hab viel C64 gespielt. Oh ja, das und als Parallele zu diesem Zusammenspielen, was der soziale Aspekt, den ich hatte, ich habe mit einem Freund in der Schule damals, da haben wir uns abends immer getroffen oder nach der Schule halt und haben uns zusammengesetzt und haben zusammen Bard's Tale und sowas gespielt. Also die ersten RPGs und wir haben gespielt, Monkey Island haben wir gespielt, Maniac Mansion und da muss ich was sagen. Großartig. Hab ich ja schon erwähnt. Ich durfte bei Return to Monkey Island einen Quarantäne-Piraten spielen, wenn ihr ihn findet. Ja, bei dem neuen Spiel. Bin ich sehr stolz drauf. Stimmt. Und ich habe rausgefunden, dass der Captain, mit dem ich da gesprochen habe, also sind ja beide Quarantäne-Piraten, das ist Tietje Mierendorf, das ist ein Kollege von mir. Ja. Das hat mich total gefreut. Ja, geil. Also guck mal, ich bin Quarantäne auf dem treibenden Schiff. Das bei dem neuen Monkey Island dem Spiel. Dem Aluhütchen. Genau, von den Aluhut-Piraten. Ich bin einer von den Aluhut-Piraten. Ja, großartig. Also es ist ein großartiges Spiel so und haben sie auch schön gemacht. Egal, um darauf zurückzukommen, ich habe dann aber meistens gar nicht am Controller gesessen, sondern ich habe zugeguckt einfach. Ich fand das geil, einfach so, mitzugehen. Ne? Ja, ich mag ich auch. Das ist, glaube ich, der Vorläufer zu diesen Videos, wo mitlaufen. Ja, klar, natürlich. Und einfach zugucken. Aber ich konnte auch ein bisschen was... Das ist der Effekt von Couch-Koop quasi. Weißt du, früher, da hat man dann die ersten Konsolen, ihr kennt das ja auch noch, da gab es halt, da hat man dann sich abgewechselt mit dem Controller und so. Ja, sowas. Und das ist ja heute fast nicht mehr gegeben. So, man spielt halt alleine online. Bisschen schade. Ich finde es super schade. Also es gibt Sachen, die sind toll, weil die sich so entwickelt haben. Es nicht mehr wirklich gibt und sowas. Splitscreens konnte ich nicht. Da war ich zu blöd für. Okay. Weil ich habe immer auf der anderen Seite mitgeguckt. Da bin ich doof Mario Kart auf dem N64 zu Fiat. Habe ich noch nie gespielt. Das Geilste. Mein ganzes Leben, das ist ja auch so eine Legende. Großartig. Mag ich heute noch sehr. Ne, schön klein dabei schnasseln und mit ein paar guten Leuten Mario Kart Abend machen. Ne?
Ja, dann könnte ich gar nichts mehr. Ja, ja, genau. Ah, ja. Okay, aber finde ich sehr interessant. Finde ich, also Mario Kart, vielleicht zeigst du das irgendwann mal. Machen wir. Dann gucken wir uns das mal an. Ne? Vielleicht machen wir da ein Special drüber. Jetzt haben wir echt viel geredet über Gamer. Das ist fast eine Gamer-Nerd-Nummer geworden hier. Find so ein bisschen, cool. Finde ich ganz geil. Aber ja, mal ein ganz anderes Thema. Haben wir ja, noch wir so nicht, ausführlich drüber gesprochen. Mal. Geil. Was denn los? Marc, ich habe keine Ahnung. Wir versuchen und versuchen und versuchen und nichts passiert. Es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie haben wir diese Woche in die Scheiße gegriffen. Echt wahr. Und deswegen, Leute, fällt Cave Talk diese Woche aus. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Es liegt nicht an uns. Wir haben vorgelegt, dann ist ein Malheur passiert. Dann haben wir versucht, dieses Malheur wieder in Ordnung zu bringen. Jetzt ist das Studio belegt. Jetzt ist das Studio belegt. Da wird ein Musikvideo gedreht. Jetzt nicht in unserem Studio direkt, aber daneben. Ja. Und ich dachte, Marc verarscht mich, aber stimmt. Janis hat gedacht, ich verarsche ihn, aber es ist wirklich wahr. Und ja, deswegen, wir schaffen es diese Woche leider nicht mehr. Aber wir müssen nur noch ein Take quasi, einen etwas längeren machen. Und dann muss ich das Ganze noch zusammenzimmern. Klamüsern. Und dann schicke ich das raus und dann könnt ihr euch das angucken. Ja. Und dann würde ich sagen, Leute... was ist mit dem Sneaker-Video? Kommt das wenigstens? Ja, das haben die ja jetzt schon gesehen. Ach, das war schon. Ja, nee, dann habe ich überhaupt keine Entschuldigung. Dann gibt es keine Entschuldigung. Tut mir leid. Müsst ihr durch. Also Cave Talk diese Woche fällt aus. Aber wir arbeiten an einer großartigen nächsten Woche. Genau. Also dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch das Sneaker-Video an. Ja, das geile Sneaker-Video. Ich habe sie auch... Janis hat sie an, aber er kriegt das Bein nicht so hoch. Nee, das schaffe ich nicht. Bis dann. Tschüss.